So. Dann legen wir mal los, würde ich sagen. Face, let's go. So. Die rechte Seite haben wir fertig. Jetzt geht's hier weiter. Bei Absolute Zero. Legen wir links und Caps Lock Sperre ist ganz praktisch. Jo, ist auch ganz gut. Wobei, ab und zu sagen Link ganz praktisch, wenn ich irgendeinen Link brauche oder sowas. Aber Caps Lock. Also der Stream Elements hat eh einen ganz guten Chatbot an sich, aber vielleicht wurde der nochmal irgendwie verbessert oder sowas. Weil ich gerade so einen Block-Link rausgehauen haben. Muss man später lesen. Na, alles auf Englisch, um Gottes Willen. Ah, stressig. So, auf geht's. First Try und Zero Schuhe und alles mit Rang S. Okay, übertreiben wir nicht. So. Ho, ho, ho. Gegen Absolute Zero spielen. Jawohl. Ich will die Tour fertig haben. So. Und ohne epische Worte würde ich sagen, legen wir los. Ultimate 11 versus Absolute Zero. Die alte Mannschaft hat sich nichts verändert. Außer halt ein paar Teamlevel. Sonst hat sich. Ach, ich habe noch. Ich glaube, ich habe das immer noch an, dieses Dingsbums-Trikot. Das von Luna C, glaube ich. Das habe ich mal vor Jahren angezogen. Und da sind die Gegner, die gar nicht mal. Ach, Quentin ist im Tor. Das finde ich super. Bin schon mal ein großer Fan davon. So, gleich mal gucken. Und für die Leute von YouTube, das unten der Link einfach zum draufklicken, wenn ihr es überspringen wollt. So, vorne haben wir mal Test Cut. Den kennt man. Ui, Schusskraft 242. Der rastet da komplett aus. Außer dass er Sanktum lebt. Übrigens jetzt für den Chat. Passt der Sound? Passt der nicht? Ich weiß nicht. Denkst du, es ist ein bisschen zu laut? Außer dass das auf Tantum liebt, weiß man so gut wie nichts über ihn. Dann haben wir noch Glacius Gull. Wieder so ein Sanktum-Trainer. Der hat mir schon tausende Male. Genau wie Pinkest Mountbatten. Der hat so einen komischen Namen. Ihn glaube ich. Ne, ihn nicht. Queen Crab Flores. Hält Gegner für ab und sich böse und hofft, diese durch Fußball zu läutern. Kommt mir auch sehr bekannt vor. Bailon kennt man auch. Einer der besten, 243, imperialen Spieler und ist sich dessen überaus bewusst. Die haben alle diese Zero-Schuhe. Ich muss die haben. Okay, ich dachte gerade ganz kurz, dass er auf der Satzbank ist, aber nee. Shadow ist nicht auf der Satzbank, das wäre cool gewesen. Flint Car Cole, Sanktum-Trainer, dessen Pässe Gerüchten zufolge unaufhaltsam sind. Gut, dann ein bisschen weniger, aber trotzdem auch ganz schön viel. Ashley Silverwood, Sanktum-Trainerin, die mit kühlem Kopf und Charme die Abwehr organisiert. Dann der Abwehr an sich ist noch Aim Quintet. Aha. Abwehrspezialist, der über überragende Körperkraft und Intelligenz verfügt. Anna mit 200, ui. Der wird ein bisschen schwierig. Na, schauen wir mal. Pantra Jack. Sein Name steht für Entschlossenheit und Dynamik. Ist eher der raue Typ. Ballistenbomber oder den Fernschuss drauf. Also die mit den Fernschüssen werden mir langsam ein bisschen gefährlich. Und der gute alte Gus Martin. Ein geheimnisumwobener Typ. Nicht einmal Jude Sharp weiß, was er denkt. Carsten ist Quentin. Warum nicht? Sohn von Chion Chin Kudia. Seine Stärken, Charisma und Talent und Anna mit. Ui. Das rastet ja. Das stößt schon sehr krass an die Grenze. Wie viel hat eigentlich Sam? Ich glaube nicht ganz so viel. Naja, da ist der komische Affentyp. Der aussieht wie so ein Affe vom Gesicht her. Sanktum-Trainer, der dank seiner Urteilskraft im Tor zu glänzen weiß. Der hat nicht so ganz viel und ist übrigens Sincerious Slate. Das war komplett falsch ausgesprochen. Egal. Georg Wu. Glaubt an Feng Shui und überlegt sich deshalb dreimal, wo er am besten alles hinstellt. Das ist gar nicht mal so blöd. Vivier Fiber,
Phoebe Saviola, blitzschnelle Kopfrechner, der alle Laufwege des Teams berechnet. Ach, das ist ein Typ. Das ist also ein bisschen wie ein Mädel, das von der Frisur her und alles. Aha. Vivier, noch nie gehört. Vivier, kenne ich aber Vivier. Eric Pantona. Monatelange Meditation auf einen Berg brachten ihm die Erleuchtung. Und zu guter Letzt noch David Quintola. Er, meines alten Ausgeschlechtes, ist ausgesprochen stolz darauf. Wir kommen ja alle ein bisschen bekannt vor. Naja, Trainer haben sie keinen. Aufstellung ist Zero. Passt, laut genug, spielt auch. Shadow hätte nicht reingepasst, höchstens als Dark Emperor. Stimmt. Storymäßig ist er da gar nicht dabei, macht natürlich Sinn. Er dachte, da alle die Zero-Schuhe tragen und der auch die Zero-Schuhe braucht. Na, egal. Puh. Versuchen wir es. First try. Weil ich bin echt im Überlegen, wie ich jetzt bei dieser Bildaufteilung so einen Chat reinbauen könnte, würde der noch reinpassen? In der Mitte? Unten? Hab mir schon ein paar Mal überlegt. Wenn ich also was im Chat vorlese und man das vielleicht im Video später lesen möchte, den Chat. Weil wenn das Video jetzt so auf YouTube kommt, sieht man den Chat nicht. Würde der reinpassen? Egal, nicht abnicken lassen. Der Gegner wartet. Let's go! Ich glaube, das ist doch keine so gute Strategie. Gute alte Standard-Strategy. Erstmal haben wir Korbus raus. Wobei es da gar nicht mal so schlecht wäre, mal Machin zu beschwören. Sehr schnell. Kurz nach hinten spielen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Wer kommt jetzt? Jetzt gibt er Gas. Exodus. Aha. So, Trick 13. Flügelpfeile, genau, da hätte ich 50 noch mindestens übrig, für den Fall, dass es aufgehalten wird. Je nachdem, wie viel TTP sie haben. Okay, das war jetzt über die Hälfte, das war jetzt relativ gut. Glaube ich, ich weiß nicht. Ich wollte auf jeden Fall relativ bald die TTP-Zahl des Gegners reduzieren. So, sicher ist sicher. Margin. Denn ich weiß gerade nicht mehr, wer noch alles Kampfgeist hat. Fernschüsse. Komplett durcheinander hier. Das war der Verteidiger, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß doch auch nicht. Ah, hilft nicht mal die große Mauer. Okay, da vorne ist Testcut. Das ist nicht gut. Wie sieht es zeitlich aus? Ha! Und jetzt müsste es eigentlich klappen. Oh, gesaved. Moment, habe ich immer noch viel TTP? Kann das sein? So. Zeitlich nach vorne. So, jetzt kommt Dragoon raus. Die Amazon ist auch draußen. Ganz, ganz wichtig, habe ich bedacht. So, das war jetzt nicht so gut. Macht aber nichts. Ja, alle auf einmal. Das habe ich am allerliebsten, Gretchen. Komm doch an hier. So, und Attacke! Ich will auch ziemlich viel Schaden nehmen. Ich gehe sogar down. Auch gut. Das ist auch eine gute Sache, wenn man down geht. Aber Chebel. Schade. Hat nicht geklappt. Ah, Victor. Dampflok. Man hört die Dampfflocken, Tuten. Man sieht auch bei ein paar Techniken, ich habe schon ziemlich krass hochgelevelt. Auch ein paar Kampfgeister schon.
läuft allmählich. So. Habe ich noch einen übrig? Ich weiß gar nicht genau. Ja, ich habe einen, super. Maestro. So, jetzt haben wir eine gute Chance. Wird knapp. Ja. Angreifen. Ne, Kampfgeistfusion leider nicht. Ah, ich bin noch am Ball, super. Wenn man 30 Mal drücken muss, hat irgendwas. Ah ne, der Schuss klappt nicht, verdammt. Geht ein normaler Kampfgeistschuss. Ah, schade. Denkt man, das wird so nicht reichen. Nö. Nee. Schade. Auf den dicken da. Ah. Ach, abseits, Mann. Okay, erste Halbzeit ist schon vorbei. Leider. Kurze Wirbel sprinten. Okay. Erst halt so vorbei, noch 0 zu 0. Noch ist alles offen. Gleichstand. Vorerst. Wir können uns noch steigern. Okay, sieht bisher gar nicht mehr so schlecht aus als gedacht. Kurz im Chat lesen. Man verliert nicht so viel CTP, wenn es fehlschlägt. Ah. Zum Glück hat Quentin noch nicht sein Kampfgeist geholt. Genau, wenn der draußen ist, dann. Sieht zappenduster aus hier. Aber dass hier Teskat noch mit seinen vollen Dings da ist, gefällt mir auch nicht so ganz. Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube nicht, dass das reichen würde. Aber es reicht sogar. Wundert mich jetzt. Was vielleicht nicht die beste Stelle ist zu machen. Aber ich mag es nicht, wenn Teskat am Ball ist. Habe ich ein bisschen Angst. So. Gut, einen kann ich noch beschwören. Wo ist? Huch, ah, da ist er. Er ist am Ball, okay. Kann ich nicht schieben. Schieben den, so. Dann lieber. Ah. Was mache ich denn? So. So ist, glaube ich, gut. Über 30 Ecken. So. Und das mal. Jetzt, Allah. Jetzt haben wir den Prügel raus, aber richtig. Ah, 30 Mal. Ach, stimmt, das ist ja auch keine Schusstechnik. Ach, verdammt. Ich denke immer, dass ich einen Schusskampfgeister habe. Denke ich immer. Aber egal. Schießen wir halt so. Ah, richtiger Fail. So, Sturmramme. Ha! Ich denke, ich habe meine Dinge vergessen. Ah, die habe ich ja gar nicht bei den Live-Matches. So. Rabenkralle. Okay, noch ist. Klappt das überhaupt? Ne, klappt nicht mal. Schade. Eieiei. Schäbler? Krall in dir! Ha! Läuft bei ihr. Die hat es echt schon maximiert, Eislaufblock. Sau stark. Und ist auch verdammt flott. So, da müsste ich auch vorbeikommen. Normalerweise. Oder auch nicht. Mann. Ausweichen. Weg mit dir. Du bist meiner nicht würdig. Und? Gib ihm. ZZ-Dreieck. Plus 1. Ich habe es oft eingesetzt. Ich habe es richtig trainiert. Ich habe noch nicht plus 2. Sehr schade. Jeder Schredderer. Ja.
Geil! Yeah! Oh, das ist super. Mit ganz normalen Schuss, das ist geil. Pah, was soll denn das? Ha, fast schon zu easy. Und mal wieder von Victor. Ich mache mit ihm so viele Schüsse. Jetzt kein mehr reinlassen. Das kann leicht passieren, denn es gibt echt ein paar, die haben Fernschüsse drauf. Aber. Okay, test gerade so ein Ball. Das wird jetzt witzig. Das wird jetzt witzig. Trotzdem mal schön ist noch draußen. Von dem her. Ich hätte angreifen können. Sollen, müssen. Egal. Oh, Gott sei Dank. Also ich denke, das Ding ist gebissen. Ich glaube, das war. Das geht siegreich aus. Hier, hier. Schaffen wir jetzt noch ein paar Punkte. So. Vielleicht noch ein zweites Tor. Das ist ja ganz cool. Attack! Rup, 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 rup. Boah, es wird echt ein First Try. Das gefällt mir. Ah, oh, das gefällt mir nicht. Ja, das Ding. Hm. Ungut. Das ist gut. Geh in die Knie. Oh, jetzt kommt ein Kampfgeist. Hä? Warum? Warum? Warum haut er jetzt einfach... Au, voll ins Gesicht rein. Ist nicht gut. Warum holt er jetzt einen Kampfgeist raus? Macht gar keinen Sinn. Oh, 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 oh. Ah, safe. Gewonnen! Geil! Das war fast schon einfach. Okay, nicht so leicht, aber es ging. Geil! Yeah! Okay, jetzt brauche ich die Zero-Schuhe. Ah, ich will nicht darüber sprechen. Netter Versuch. Komm schon. Daddy braucht ein paar Schuhe. Ah! Nein! Erstmal alles kaputt machen. Ich habe keine Schuhe bekommen. RIP. Was will ich mit dem scheiß Wappen? Ich will die Schuhe. Ah. Mann. Ah. Das ist nicht gut. Ah, Mann. Ich hätte trotzdem gewonnen, aber... Ich kann ja so ein Pech haben. Okay, gucken wir mal, was da jetzt drin ist. Gott, richtig gut. SBBRB. Aber, also jetzt eine Kampfgeist müsste das, das wäre jetzt geil. Neptun. Neuer Kampfgeist. Neptun, kenne ich den? Mal gucken. Wo ist noch einer frei? Wo habe ich einen geklaut? Da. Sonst gucke ich irgendwo anders. Ach, egal. Wer ist Neptun? Da. Herr des Wassers, Geist der Lüfte, gebietet über die Mächte des Ozeans. Triton-Torpedo. Kenn ich den? Sag mal ein bisschen wenig. Interessant. Cool, neuer Kampfgeist und damit haben wir auch endlich diese nervige Tour beendet, aber nicht ohne diese Schuhe.